Als ich Samstag an der Startlinie stand, hatte ich, glaube ich, schon 100 Wochenkilometer im Bein. Also ich war jetzt nicht so vorbereitet, wie man vorbereitet sein muss. Und ich hatte ja keine Unterkünfte, keinen, der mein Auto rumfährt, wenn ich, also ich habe im Crosscamp eben geschlafen. Ja, was soll ich sagen? Es war alles sehr Freestyle, aber am Ende war es perfekt. Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hier sind wir wieder. Die Ida ist da, ich bin da und wir sind ganz, ganz, ganz kurz nach dem Transalpin Run und dir nochmal herzlichen Glückwunsch, Ida. Dankeschön. Ja, frisch vom Transalpin, das stimmt. Ganz, ganz frisch, ja. Am Wochenende, Sonntag war, glaube ich, Ende, Samstag war Ende, Sonntag war Shuttle und heute haben wir Dienstag, also ja. Da hast du mal wieder alle überrascht, glaube ich, ne? Also jetzt nicht unbedingt mit deiner Leistung, sondern mit deiner Teilnahme. Ja, das stimmt. Ich habe auch mich selber überrascht. Nein, Sebastian hat mich überrascht. Einen Tag vorher quasi kam die Idee, dass ich den Flo Reichert ersetze und mit ihm laufe. Und ja, da habe ich zugesagt. Das war super spontan. Ich glaube, spontaner kann man nicht sein, aber es war auch irgendwie in meinen Augen ein kleines Zeichen. Vielleicht sollte es so sein. War auch nötig irgendwie, ne? Hast du ja gerade im Vorgespräch erzählt. Ja. Wir haben ja noch böse Scherze gemacht in unserer letzten Ausgabe, dass wir besser nicht drüber sprechen sollten, dass du beim CCC startest und ja, Ja, prompt hast ist du dir ein genauso DNF gekommen. eingefangen. Ja, na, ich glaube, ich weiß nicht, ob es an dir liegt, nein, oder ob es am UTMB-Event liegt, dass es mit Kroatien und ja, jetzt Chamonix nicht geklappt hat, aber ach, was soll ich sagen, damit konnte man irgendwie nicht rechnen. Also, ich habe es natürlich nur im Spaß gemeint letztes Mal, dass mich da jemand mit dem Stock trifft, das weiß ich nicht, das kann man nicht vorhersehen, das kann man sich irgendwie nicht ausmalen und sich natürlich auch nicht wünschen. Und ich war natürlich unfassbar enttäuscht. Was soll ich anderes sagen? Es ist leider die Wahrheit. Ja, dabei warst du so gut vorbereitet. Du hast so Vorfreude gehabt auf dieses Event. Ja, Und es voll. lief ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Na, es lief super. Also, wir sind gestartet und ich habe von Anfang an ein super Gefühl gehabt. Ich habe es den ersten 3, 4 Kilometern immer mal wieder mich fallen lassen, weil ich gedacht habe, boah, sonst laufe ich vielleicht zu schnell los. Und dann war der erste Uphill geschafft und ganz oben hat die Frau mit den Zeitmessungen uns durchgezählt und da hat sie, glaube ich, 7, 8, 9 bei Catlin und mir gezählt und da habe ich noch gedacht, was? Ich bin jetzt in den Top 10, ich bin so langsam hier hochgelaufen, um nicht zu übergehen. Also, wow, das wird ein mega Tag. Ja. Und dann hat es mich leider auf den Boden der Tatsachen geholt bei 23, 24 Kilometern. Eigentlich muss man sagen, zuallererst hat mich ein Bekannter von hinten überholt, ein Mann. Und in dem Moment, wo er mich überholt hat, ist von der Seite ein Hund gekommen und hat ihn volle Kanne erwischt, sodass der aussteigen musste, weil er so schwer gestürzt ist. Und da habe ich noch gedacht, boah, der Hund wäre eigentlich in mich reingerannt. Aber dann vielleicht 1, 2 Kilometer später, wo der dolle Regen und Hagel eingesetzt hat und viele stehen geblieben sind oder an die Seite gegangen sind, um ihre Jacken rauszuholen, bin ich an den Läufer vor mir rangelaufen, weil ich eben nicht an Geschwindigkeit verlieren wollte. Und es war ein kleiner Anstieg, sodass ich mich so ein bisschen hinter ihm weggeduckt habe, weil ich eben noch nicht meine Jacke rausholen und anziehen wollte. Und das hat er, glaube ich, nicht gemerkt und hat beide Stöcke in die rechte Hand genommen. Und während er versucht hat, seine Jacke rauszuholen, mir leider seine beiden Stöcke volle Kanne ins Gesicht gehauen. Tja. Ja,
Und ja, ich weiß nicht, also allein mit den Schmerzen und allem wäre ich weitergelaufen, weil ich muss ehrlich sagen, ich konnte erstmal gar nicht zuordnen, was mir weh tut, weil ich habe einfach ganz viel Blut geschmeckt und habe gedacht, vielleicht hat er meine Zähne erwischt. Habe dann erst bei der nächsten Verpflegungsstation bei 30 Kilometern, als die Leute mich angeguckt haben, als hätte ich, keine Ahnung, jemanden gegessen, habe ich erst gemerkt, ich muss echt schlimm aussehen. Dann wurde ich von der Medical Crew rausgenommen, musste 10 Minuten auf der Liege liegen. Dann haben sie mich 5 Minuten aufrecht sitzen lassen und Blutdruck gemessen. Und weil es dann nicht angefangen hat, wieder zu bluten, die Nase, durfte ich weiterlaufen. Sie hat dann aber 2 Kilometer später eben wieder angefangen zu bluten. Und dann wurde ich nach 40 Kilometer oben wieder rausgenommen, wieder das gleiche Spiel. Und als ich dann bei 55 Kilometer bei Champelak das dritte Mal rausgenommen wurde, bin ich dann rausgegangen, weil ich auch mental einfach fix und alle war, weil ich echt seit 11 Uhr Nasenbluten hatte und es war dann, boah, ich glaube 15 Uhr oder so. Und da habe ich es dann auch sowohl im Magen gespürt, dass ich schon unheimlich viel Blut geschluckt habe und noch nichts gegessen habe, als auch im Kopf. Ja, die Enttäuschung war riesig. Es war gar nicht mal nur Nasenbluten von einer angebrochenen Nase, sondern vor allem eben die Nasenscheidenwand, die hat es mir voll zerfetzt. Und ich habe auch immer noch so alle 2, 3 Nächte voll Nasenbluten, also es ist immer noch nicht ganz ausgeheilt. Aber meine Nase ist immerhin wieder schön und ich kann laufen. Was eine Horrorstory. Ja, Dann hast wie du ein gesagt, dass Boxkampf. wie ein Boxen, es hat auch noch so geregnet, das muss ausgesehen haben. Oh Mann. Ja, also Johannes hat in Champelak gewartet mit meinem Verpflegungsteam von The North Face und hat gesagt, ich kam um die Ecke und sie haben gedacht, boah, oh mein Gott, was hat sie getan? Und er wusste Bescheid, weil ich habe ihn in der ersten, na, ich habe eigentlich meine Mama in der ersten Medical Station angerufen, während ich da liegen musste und habe gesagt, Mama, sie lassen mich nicht weiterlaufen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und Mama hat dann versucht, mich zu beruhigen und hat gesagt, es wird gleich aufhören, dann darfst du weiterlaufen. Die hat dann halt gleich Johannes geschrieben, damit die Bescheid wussten, weil natürlich alle im Tracking gesehen haben, wie ich von Platz 8 auf Platz, was weiß ich, 40 oder 50 zurückgefallen bin. Aber ja, da hatte ich ehrlich gesagt die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich habe aber auch nicht so viel nachgedacht, sondern wollte einfach nur noch versuchen, die Zeit wieder reinzurennen. Habe mir gedacht, ja, was sind 15 Minuten auf 100 Kilometern? Aber als es dann einfach nicht aufhören wollte und ich mich beim dritten Mal im Medical Tent wiedergefunden habe, habe ich halt auch gedacht, okay, dieser Tag ist mehr als für den Arsch. Es war wirklich, ja, die Enttäuschung, vor allem als dann die UTMB-Woche vorbei war und ich wieder in Innsbruck war, war unglaublich groß. Also, wenn man das ganze Jahr darauf hinfiebert, sich die ganze Saison darauf vorbereitet, alles so läuft, wie man sich das vorstellt, alles passt und Tag X da ist und dann sowas passiert. Klar, es kann immer passieren, es kann in jeder Sportart passieren, aber boah, ich war wirklich mehr als traurig. Kann ich sehr gut verstehen. Ich habe ja auch den Live-Track mitverfolgt und dann zwischendurch mal irgendwas zu tun gehabt und dann wieder drauf geguckt. Ich habe gedacht, da hat die Ida aber jetzt extrem viel Stehzeit. Ne? Ich sage, das passt irgendwie so gar nicht dazu, dass sie eigentlich immer durchläuft, ne? Und irgendwas Ja. passt hier nicht. Dann stand da noch so eine komische Meldung auf der Seite vom UTMB. Ich sage, was ist das? Keine Ahnung, also in deinem Status. Ich so kurz gegoogelt, was wollen die damit sagen? Ich so, ah, okay. Ist draußen, ne? Und Ja. ja, dann bin ich rüber zu Instagram, habe mir deine Story angeguckt. und dann hattest du, glaube ich, auch relativ schnell schon da irgendwie Bescheid gegeben. Sehr Ja, ich enttäuscht. wusste, dass viele mitfiebern. Ich habe unheimlich viele liebe Nachrichten bekommen und ja, weiß, dass ganz, ganz viele Leute mit mir mitgelitten haben. Aber ja, ich hätte lieber gehabt, dass ganz, ganz viele sich mit mir freuen und hoffe, dass das nächstes Jahr dann der Fall ist. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Und ich saß dann da und mir gedacht, verdammt, nächste Rennen versaut. Also ich, ihr, das nächste Rennen versaut. Das Wir haben klingt doch, jetzt so. das klingt so. Ja, ich meine, wir zwei haben Spaß darüber gemacht, ne? Ganz klar. Und Ja. irgendjemand hat mich dann auch angeschrieben, keine Ahnung, irgendeine Nachricht kam, die habe ich ja, glaube ich, auch einen Screenshot von geschickt, wo genau dieser Running Gag, der ja eigentlich lustig gemeint war, dann nochmal aufgenommen wurde und blöde Sache. Ja. Aber alles, was irgendwie schief läuft, ist meistens doch auch für irgendwas gut, weil kurz darauf
Bist du angesprochen worden vom Sebastian, ne? Sebastian Heilmann, hast du ja gerade eben schon gesagt. Genau. Und bist beim Transalpin Run gestartet. Ich meine, kann man auch mal machen. Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trailtypen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke! Ja, das war wirklich super spontan. 8 Tage und ich muss sagen, ich hatte die ganzen letzten Wochen und Monate schon so ein bisschen das Gefühl, ich kriege FOMO, dass ich jetzt halt, nachdem ich die letzten beiden, na eigentlich, ich bin ja 2017 durch die Guest-Etappe damals zum Trailrunning gekommen. Mhm. Dann bin ich 2018 den Run 2 gelaufen, habe da beide Etappen und den Sieg halt mit meiner Partnerin geholt. Dann 2019 alle 8 Etappen mit der Suse gewonnen. Dann 2021, weil 2020 war ja keiner wegen Corona, mit der Elian. Und dann habe ich gedacht, boah, dieses Jahr das erste Mal, wo ich nicht dabei bin, ist schon hart. Naja, vielleicht schaue ich mal vorbei. Und ja, irgendwie als mir, eigentlich hat mir die Frau von Sebastian, die Sandra, geschrieben. Als sie mir geschrieben hatte, habe ich gedacht, das ist ein Zeichen. Vielleicht sollte das mit dem CCC so sein. Ich muss das machen. Und war irgendwie sofort so Feuer und Flamme dafür und so, ja, positiv aufgeregt und angetan, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, dass ich für diese 8 Tage eigentlich nicht vorbereitet bin. Ich war natürlich vorbereitet für einen 100er und für einen Ultra-Trail, aber nicht für 8 Tage, wo man Distanzen zwischen dem 7 Kilometern Vertical bis 55 Kilometer, weil jetzt die längste Strecke, läuft. Und klar, ich hatte auch die ganze Woche dann ganz normal trainiert, weil für mich feststand, nach dem CCC, dann laufe ich jetzt halt woanders noch einen 100er, weil das Training dafür habe ich drin. Mhm. Deswegen, als ich Samstag an der Startlinie stand, hatte ich, glaube ich, schon 100 Wochenkilometer im Bein. Also ich war jetzt nicht so vorbereitet, wie man vorbereitet sein muss. Und ich hatte ja keine Unterkünfte, kein, der mein Auto rumfährt, wenn ich, im, also ich habe im Crosscamp eben geschlafen. Ja, was soll ich sagen? Es war alles sehr Freestyle, aber am Ende war es perfekt. Ja, das, wir haben es gerade im Vorgespräch schon gehabt. Es sah von außen sehr, sehr einfach aus. Ne? Jede Etappe gewonnen, jede Etappe mit doch recht viel Vorsprung immer gewonnen vor dem nächsten Team. Und du hast gerade eben gesagt, so einfach war es aber gar nicht. Ne? Ja, also klar, vor dem ersten Tag wusste ich, wenn wir gut laufen, also ich hatte mich halt nicht so mit der Konkurrenz auseinandergesetzt. Ich kannte ein paar und wusste, wenn Sebastian und ich harmonieren, dann können wir das gewinnen. Und mein Wunsch war natürlich, die Erste zu sein, die den Transalpin Run dreimal hintereinander gewinnt. Und als ich dann am ersten Tag im Ziel war und wir fast 30 Minuten Vorsprung hatten, hat dann, ich glaube, der Sprecher war es, zu mir gesagt, weißt du, dass du bisher alle Etappen gewonnen hast? Wenn ihr das wieder schafft, dann ja, hast du echt 3 Transalpins hintereinander gewonnen und alle Etappen. Seitdem hatte ich das so ein bisschen im Hinterkopf und habe natürlich das Ziel verfolgt und ich bin Leistungssportlerin, natürlich möchte ich gewinnen, mein Bestes geben, aber ich glaube, von außen sieht sowas immer viel leichter aus, weil auch ich hatte jeden Morgen Selbstzweifel, jeden Morgen an der Startlinie Aufregung, jeden Lauf hatte ich Tiefpunkte. Ich habe einmal auch zwischendurch mit dem Lars drüber gesprochen, weil die haben während des Transalpins auch immer Podcast aufgenommen. Weil mir ist es dieses Jahr ganz doll so vorgekommen, immer wenn jemand auf meine Höhe gekommen ist oder auf unsere Höhe, muss man ja sagen, also Sebastian hat mich super unterstützt. Ich habe das Tempo angeben dürfen und er hat mich immer unterstützt, wo es ging. Aber immer wenn jemand auf unsere Höhe gekommen ist, war so der erste Spruch, oh, einmal mit der Ida mitlaufen, einmal vor der Ida sein. Und das fand ich schon hart, weil ich habe natürlich auch zu kämpfen gehabt. Ich hatte auch Magenprobleme, ich hatte auch mal Knieschmerzen. Mir war es auch mal viel zu kalt oder ich habe auch mal dann gemerkt, wow, jetzt habe ich echt doch schon 160 Kilometer diese Woche in den Beinen. Und ich glaube, da sieht das von außen immer leichter aus und so, als wenn ich kurz lächle, mich hinstelle und gewinne. Aber eigentlich steckt da so viel mehr hinter, so viel Arbeit. Und ja, ich glaube, es sieht leichter aus, als es ist. Und ich bin richtig stolz, dass es geklappt hat und richtig froh und habe wirklich alles gegeben und hatte mit Sebastian einen wunderbaren Partner. Wir hatten eine ganz tolle Woche und darf mich jetzt eigentlich Königin vom Transalpin erstmal nennen. Aber es ist nicht so, dass ich nur
ja, dass es mir einfach leicht von der Hand gegangen ist. Das muss man ganz klar sagen. Ja, das wirkt immer so, ne? Klar, wenn man so dominant da ist, dann, ja, aber dominant ist man halt auch nur, wenn man sich anstrengt, ne? Also wenn man wirklich, wirklich Gas gibt und Vollgas gibt. Und das habt ihr ja gemacht. Kanntest du Sebastian schon? Ja, wir waren ja vorher zusammen bei Salomon. Seid ihr schon irgendwie zusammen gelaufen? Also so etappentechnisch, teamtechnisch? Nee, ne? Noch nie. Aber ich wusste aus dem letzten Jahr, dass wir uns gut verstehen, weil letztes Jahr war er eben auch vor Ort, da war er leider krank und konnte dann nicht finishen, aber war die ganze Woche noch vor Ort für VW und auch mit der Sandra, weil die ja bei Plan B arbeitet. Und da hat er immer ganz viel Späße mit mir gemacht, mich versucht aufzumuntern und mich versucht zu motivieren und mir gut zugeredet. Und da habe ich schon gedacht, das könnte sehr gut passen. Also ja, es war für mich wirklich ideal, weil er hat ein gutes Gespür dafür gehabt, wenn ich ziemlich am Limit war oder es mir mal nicht so gut ging, einfach auf mich einzureden und mir lustige Geschichten zu erzählen oder mir kurz mal eine Zeit zu geben. Oder wenn ich im Downhill mal nicht so sicher war, weil es nur richtig technischer war, dann von hinten zu rufen, ich bin direkt hinter dir, alles ist gut. Also er hatte dafür ein unheimlich gutes Feingefühl und hat mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt, sondern einfach nur unterstützt. Und ja, ich hätte mir keinen besseren Partner vorstellen können. Das hat er echt super gemacht. Das klingt gut, ja. Nicht, dass sie ihn jetzt alle abwerben wollen für die nächsten Jahre, aber das muss ich zugeben, er war ein super Partner. Sehr gut. Ja, kann man sich ja bewerben und hinten anstellen. sehr, sehr gut. Ja, dann habt ihr da eure Transalpin gelaufen. Es gibt ein super tolles Bild. Ich glaube, das war vom Vertical. Ich glaube, das ist so das einzige Bild, wo man sieht, wie es dir ging, wie es euch ging. Ne? Also so ernsthaft, ja. Ja, das Bild ist von das Bild ist aufgenommen auf der WM-Strecke fürs nächste Jahr auf dem Vertical in Stubai. Wir sind ausgewichen, weil das Wetter so schlecht war und dann wurde statt der langen Etappe im Stubai die Vertical-Strecke rangezogen als Uphill und dann halt ein Downhill ergänzt. Und ich wollte so unbedingt diese Frauen-Einzelwertung an dem Tag gewinnen, weil es gab eben eine eigene WM-Split-Wertung und wollte unbedingt den Uphill für mich entscheiden. Und da sieht man, weil das ist auch, es ist ein fieser Zeitpunkt, muss man sagen. Es ist 10 oder 20 Meter, bevor man ganz oben an dieser Zeitmatte ist. Da habe ich echt gekämpft. Also das ist ganz steil oben auf der Skipiste, das letzte Stück. Und ich muss sagen, an dem Tag ging es mir auch nicht so gut. Da war ich nicht so fit und hatte ein bisschen vorher das Knie gespürt und war mir gar nicht so sicher, ob ich an dem Tag überhaupt finishen werde. Deshalb, da habe ich echt mich voll reingekniet. Und das Bild ist eigentlich, ja, deswegen finde ich es auch so cool. Ich sehe schrecklich darauf aus, aber man sieht, dass das an dem Tag eine Willensfrage war, dieses Rennen. Ja, gut, dass du das gesagt hast. Also man sieht tatsächlich das Leiden in deinem Gesicht. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde so Bilder, finde ich ja gut, ne? Weil genau das ist das, was uns Normalos da hinten zeigt, dass eben auch vorne an der Spitze tatsächlich nicht alles eitel Sonnenschein ist den ganzen Tag. Und bei solchen Rennen und dass ihr da vorne genauso leidet wie wir da hinten. Und das ist immer ganz gut, glaube ich, das zu sehen. Ne? Ja, na klar, es ist, ich glaube, im Transalpine Run selber, man darf das nicht unterschätzen. Also sowohl hinten, wo darum gekämpft wird, die Zeitlimits zu schaffen, als auch in der Mitte, wo mit dem Finish gekämpft wird, so hat man das auch vorne. Klar, ich mache das professionell, ich weiß, dass ich die 8 Tage schaffe. Das ist auf jeden Fall so, aber trotzdem weiß ich auch, dass ich um jede Minute kämpfen muss. Und deswegen glaube ich, beim Transalpin, jeder, der diese 8 Tage schafft, ist ein super Läufer, also und kann richtig stolz auf sich sein, egal auf welcher Platzierung. Und deswegen, wenn mir dann im Ziel Leute gratulieren am letzten Tag und sagen, ja, so beeindruckend, sie haben ja am Ende des Tages das Gleiche geleistet, sie sind auch alle 8 Tage gelaufen, sie sind auch jeden dieser Meter gelaufen, sie hatten vielleicht eine andere Zeit dafür, oder hat einen anderen Kampf innerlich auszutragen, aber am Ende des Tages haben wir alle das Gleiche geleistet und das finde ich ist schon was Besonderes, was der Trailrunning-Sport hat. Diese Transalpine, also diese Traverse quasi über die Alpen, ne, das ist ja auch so ein, also ich finde, ich bin selber ja noch nicht gelaufen, aber so dieses
von A nach B laufen und eine sinnvolle Distanz oder eine sinnvolle Strecke zu machen. Ne? Viele Wettbewerbe sind Rundkurse, da kommst du immer wieder an derselben Stelle vorbei. Aber so wirklich zu sagen, ich bin über die Alpen gelaufen oder ich bin, was weiß ich, durch irgendein anderes Mittelgebirge gelaufen oder durch ein Mittelgebirge gelaufen, einfach um diese Distanzen zu machen, das finde ich so dieses Natürliche an diesem Laufen, ne? Finde ich immer ganz gut. Da kann man echt sagen, man hat das gemacht. Ja, na, das solltest du unbedingt mal machen. Also sowieso würde ich das jedem ans Herz legen, weil irgendwie dieses Etappenrennen, das hat nochmal was anderes. Ich sage immer, nach diesen 8 Tagen, also auch jetzt, mich fragen ganz viele, wie es mir geht. Körperlich geht es mir gut und mental hatte ich eine super Woche. Aber es ist so anstrengend, jeden Tag diesen Rennmodus von morgens bis abends. Morgens die Aufregung, dann die Nervosität, dann während des Rennens alles geben, dann danach im Ziel die Erholung, aber gleichzeitig schon wieder an den nächsten Tag denken. Das ist mental so anstrengend. Es ist für mich ja sowohl physisch als auch psychisch und emotional, glaube ich, das forderndste Rennen. Es ist das schönste Rennen, aber auch das forderndste, weil es muss einfach alles zusammenpassen und man muss auf allen Ebenen fit sein und nicht nur es in den Beinen haben. Ja. Wie hast du denn so auf die Schnelle den ganzen Support organisiert? Ich denke, Johannes ist gesetzt bei dir, sowieso, denke ich, ne? Der wird dich überall hin begleiten. Ja, der hatte seine erste Arbeitswoche in Annecy. Es war alles sehr ungünstig. man muss sagen, er hatte sogar die Woche vorher noch Corona, also er hat sich in Chamonix leider Corona geholt und also mit nach Hause gebracht und hatte dann darauf den 1. September eigentlich seinen ersten Arbeitstag in Annecy. Also der war ausnahmsweise auch raus, hat natürlich trotzdem versucht, so gut wie es ging, mich zu supporten, war am ersten Wochenende da, war jetzt am letzten Wochenende da. Ich habe mit ihm jeden Tag, wenn ich ins Ziel gekommen bin, bis ich eingeschlafen bin, telefoniert. Der war auf jeden Fall trotzdem mein Support Nummer 1, aber war diesmal leider auch nicht dauerhaft vor Ort. Uns hat ganz, ganz viel die Frau von Sebastian unterstützt, die Sandra. Und sonst hat mich der Sebastian ganz viel unterstützt während des Rennens. Wir haben an Rennunterstützung eigentlich alles allein gemacht. Also wir haben eben nicht bei den Verpflegungsstationen oder so wen stehen gehabt, sondern waren da auf uns gestellt. Und sonst habe ich halt ganz viel mit der Heimat telefoniert, also mit Mama und Papa und meiner kleinen Schwester, die auch alle überraschend zum Ziel gekommen sind. Und natürlich emotional oder auch mental so ein ganz, ganz wichtiger Support waren. Und sonst haben wir uns eigentlich mit den Mädels, also es war diesmal ein unheimlich starkes Frauenfeld und ganz viele Mädels aus Amerika dabei. Eine ist auch mit mir im TNF-Team, sie ist halt bei The North Face Amerika und ich bin ja EMEA. Und die sind tatsächlich auch gekommen, weil sie das bei mir die letzten beiden Jahre verfolgt haben und so interessant fanden. Und mit denen habe ich mich auch super verstanden. Also wir haben uns auch gegenseitig alle supportet und sind so ein bisschen eine kleine Clique geworden in den 8 Tagen. Es war ja alles ein bisschen sehr spontan und Freestyle, aber am Ende des Tages hat alles geklappt. Wie läuft denn so ein typischer Tag ab bei der Transalp oder gibt es keinen typischen Tag? Also dieses Jahr waren die Starts alle sehr früh, weil wir hatten nicht so viel Glück mit dem Wetter, muss man sagen. Sodass, glaube ich, 3, 4, 5 Starts um 6 Uhr oder 6.30 Uhr waren. Ich habe meistens bis 5 dann geschlafen im Bus, dann aufgestanden, mich fertig gemacht, Startnummer und Sachen zurechtgelegt, meine Flaschen befüllt. Das ist schon wichtig, weil ich weiß, dass ich nicht so gut esse während der Läufe oder nicht so guten Magen habe. Deswegen ist es für mich wichtig, dass ich meine Getränke mit genügend Kohlenhydraten befülle, mit Sportlabor befülle. Und bis das erstmal alles fix und fertig ist, ist es sowieso schon halb. Dann muss man zum Ausrüstungscheck und zur Startaufstellung. Und meistens sind Sebastian und ich uns ganz kurz vorher noch ein paar Minuten zusammen eingelaufen. Und dann ging es auch schon los. Und dann wurde gerannt. Richtig gerannt, sodass ich dazu jetzt gar nicht mehr so viel sagen kann, weil natürlich man nimmt nicht so viel von der Landschaft wahr, wenn man versucht, alles zu geben. Und meistens gab es 3 Verpflegungsstationen, wovon ich die erste immer ausgelassen habe, weil ich hatte immer genügend mit. Bei der zweiten meistens eine Flasche aufgefüllt habe und bei der dritten hat meistens Sebastian mir Cola in eine Flasche gefüllt. Und wenn wir im Ziel waren, ja, man muss sagen, wir waren auch im Overall-Ranking sehr weit vorn. Ich glaube, wir wären in der Männerkonkurrenz
viertes Team oder so geworden oder fünftes Team geworden, fünftes wahrscheinlich. Waren noch nicht so viel los im Ziel, sodass da auch immer Zeit war, bis dann Physio und alles losging und so richtig viele Leute da waren. Da bin ich dann erst immer auf Suche nach meinem Auto gegangen, was irgendjemand netterweise rumgefahren hat. Habe versucht, eine Duschmöglichkeit zu finden, was meistens in der Nähe von den Physios war. Oder ich habe eben bei Sandra und Sebastian im Hotelzimmer duschen dürfen. Und dann war eigentlich Physio und ab 16 Uhr schon Pasta-Party. Dann bin ich immer um 16 Uhr oder so schon hingegangen, damit ich nicht so spät was esse. Und dann bin ich meistens nochmal ins Auto gegangen, nochmal Beine hochlegen, mit Johannes und meinen Eltern telefonieren. Paar Sachen machen, die so nebenbei zu erledigen und E-Mails beantworten und sowas, weil natürlich, ich hatte nicht geplant, diese 8 Tage sozusagen laufend verplant zu sein. Ich hatte noch ein paar Termine umzulegen. Und dann ab 19 Uhr war immer die Siegerehrung und dann der Champions Dance und die Leadership-Zeremonie und dann Streckenbriefing für den nächsten Tag, Video des Tages, Fotos des Tages. Und dann so um 20, 30 meistens wieder im Auto fertig gemacht und wenn es ging, schon um 9, halb 10 geschlafen. Ja, klingt sportlich, der Tag. Also nicht nur die Laufeinheit, sondern auch der Rest da hinten dran. Ja, eigentlich ist es ganz fein, weil man macht eigentlich nur die Sachen, die man am liebsten tut, essen, schlafen, laufen. Aber natürlich, wie schon gesagt, dieses Mal war es nicht geplant, deswegen für mich war schon relativ viel noch rundherum zu organisieren. Ich war zweimal in Innsbruck zwischendurch, weil ich noch ein bisschen was zu erledigen hatte und noch Termine hatte, die sich nicht verschieben ließen. Aber zum Glück war die Strecke dieses Jahr für mich eigentlich perfekt gelegen, weil alles hat sich so ein bisschen wie Heimat angefühlt. Alle Orte kannte ich von irgendwelchen Rennen, ob es vom Pitztal Gletscher Trail vor 4 Wochen war, ob es vom Ötztaler Gletscher Trail war, ob es von den Four Trails noch war, ob es vom Run 2 2018 war oder eben das Ziel war, ist ja dort gewesen, wo Johannes herkommt. Also die Strecke vom letzten Tag kannte ich auch, weil ich die mit ihm schon mal gelaufen bin. Die Gegend sowieso ganz gut kenne, weil er halt daherkommt und wir dort oft sind. Aber so hatte ich schon ein bisschen einen Heimvorteil, aber gleichzeitig war ich dieses Mal nicht komplett in der Transalpin-Bubble, weil ich eben ein paar Mal raus musste und noch ein paar Sachen erledigen musste. Wussten deine Terminpartner, dass du, was du eigentlich gerade machst, die Woche über? Ich glaube, es haben alle so nach und nach mitbekommen. Ich habe immer mal dann zwischendurch Nachrichten bekommen oder danke für heute und viel Glück noch beim Transalpin. Also ich glaube, so nach und nach haben es alle mitbekommen. Aber klar, erstmal war es nicht, ja, es war nicht geplant und ich habe versucht, das Beste aus allem zu machen, das alles zu kombinieren und es hat auch gut geklappt. Ich stelle mir gerade vor, aber du hast ja wahrscheinlich kein Handy dabei oder zumindest aus, wenn du da am Laufen bist und jemand versucht, doch, dich zu erreichen. Doch, ich hatte auch Pflichtausrüstung. Ja. Ich hatte immer das Handy mit. Ja, aber weit weg zum Glück hoffentlich, ja, dass ich keiner anrufen konnte für den Termin. Ich habe das schon gesehen tatsächlich. Dieses Mal habe ich mein Handy die ganze Zeit mit der Uhr verbunden gelassen. Ich habe immer gesehen, wenn jemand was von mir wollte, wenn E-Mails gekommen sind, habe ich mich immer schon vorher darauf einstellen können. Ja, aber so ist es. Schöne neue Welt vom Mobile Work. Ja, das ist doch mal was. Ja, gehört dazu. Gehört dazu, ja. Aber gleichzeitig konnte ich natürlich dann auch sehen, wenn, keine Ahnung, meine Mama mir geschrieben hat, du machst das super, ich verfolge dich im Live-Ticker. Oder eine Freundin mir geschrieben hat, boah, ihr macht das super, ihr führt. Also ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Das ist nämlich auch schön, wenn man das so zwischendurch liest. Natürlich nicht auf dem Handy, sondern auf der Uhr, nicht, dass jetzt hier Missverständnisse auftreten. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du Zeit gehabt hättest, groß das Handy rauszuholen. Nee, das habe ich nicht. Tja, was war denn so deine Lieblingsetappe dieses Jahr? Also die erste fand ich echt cool. Ich kannte die Streckenteile alle schon, sowohl vom Run 2 als auch von den Four Trails und habe zu Garmisch einfach schon immer eine engere Verbindung, weil da habe ich erst meinen ersten Trail gewonnen mit dem Zugspitzmarathon und den Run 2 gewonnen und ja, zu Garmisch habe ich immer schon eine gute Verbindung, sodass ich den ersten Tag toll in Erinnerung habe. Dann der zweite war auf jeden Fall mein härtester und das, obwohl die Strecke oder die Alm auf der Strecke, die kenne ich, seit ich
laufen kann in etwa, weil da sind wir immer mit der Familie in den Urlaub gefahren. Also wirklich die Simmeringalm, die Halminger Alm, da bin ich, glaube ich, schon mit 4 Jahren hochgestapft. Aber das war mit Abstand die härteste Etappe, weil da war ich nicht so gut drauf an dem Tag. Da war ich nicht so, ja, da hat der Magen nicht gepasst und irgendwie habe ich das ein bisschen geschlaucht. Und dann fand ich die lange Etappe, die Königsetappe, richtig gut. Da hatte ich anfangs auch noch ein bisschen Probleme, gut reinzukommen, aber so ab der Hälfte war ich richtig im Flow. Und ja, die Etappe auf der WM-Strecke fand ich natürlich cool, weil ich unbedingt den Vertical von der WM gern vorher laufen wollte. Und ich bin absolut keine Vertical-Läuferin, deswegen ich werde die Strecke wahrscheinlich nie wieder laufen. Klar, ich will absolut gern bei der WM laufen, aber am liebsten im Ultra und nicht im Vertical. Deswegen, das fand ich cool, dass wir die gelaufen sind. Und die letzte Etappe fand ich einfach cool, weil es halt in der Heimat von meinem Freund war, weil seine ganze Familie und Verwandtschaft da war, weil mein Physio an der Strecke stand, weil einfach unheimlich viele Leute gekommen sind als Überraschung, die ich gut kenne. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, das war ein ganz besonderes Gefühl. Ich hatte das Gefühl, halb zu Hause zu sein und habe mich die ganze Strecke über so auf den Zieleinlauf gefreut. Und als es dann soweit war, konnte ich es gar nicht begreifen. Und ja, der letzte Tag war schon ganz besonders. Ich glaube, den werde ich nie vergessen. Ja, Königin der Transalp. Das ist gut. Ich sag schon wieder Transalp, ist der Transalpine Run. Ja. Ja, das andere ist Fahrrad eine fahren werde ich nicht. das andere ist die Mountainbike-Veranstaltung, genau. Ja, Nee, Fahrradfahren ist ja das nicht. wäre nicht so meins. Da würde ich, glaube ich, nicht mal eine Etappe schaffen. Ja, sehr schön, sehr schön. Spontan die Transalpine Run gelaufen und ja, super abgeschnitten. Das ist gut. Das freut mich sehr, dass das doch noch gut funktioniert hat. Ja, nach diesem jämmerlichen DNF, diesen unsäglichen DNF. Und wir werden In heute Germany. Ja. definitiv nicht erzählen, was als nächstes passiert in deinem Nein, Rennplan. aber. Nein, nein. Aber ja, ich weiß nicht. Also, Chamonix, es hat mir das Herz gebrochen. Aber irgendwie im Nachhinein denke ich jetzt, vielleicht sollte es so sein, weil vielleicht sollte es so sein, dass ich den Transalpin laufe. Ja, ich sehe es jetzt mit ganz anderen Augen als vorher. Ich sehe es mit Abstand. Dann der UTMB ist noch so 4 Jahre in Folge. Ich bin so jung, ich kann so oft beim CCC noch starten. Aber man kann nicht jedes Jahr den Transalpine Run in Folge gewinnen und alle Etappen gewinnen. Deswegen, ich versuche es positiv zu sehen und sehe es mal als gegeben an. Ja, sehr schön. Tja, was hast du heute noch vor? Wir gucken einfach mal in die kurze Zukunft. Da kann hoffentlich nicht so viel schief gehen. Nur schlafen. Nur schlafen. Also es ist tatsächlich, seit ich hier bin, hatte ich unheimlich viele Termine. Eben heute war auch die Pressekonferenz für die WM, Arzttermine, Physiotherapie, alles, was so ansteht eben. Deswegen, ich bin jetzt froh, in der neuen Wohnung zu sein, und ja, zu schlafen danach. Was macht die Nase? Die war gebrochen, hast du gesagt, ne? Ist das, wie schnell Ja, verheilt also. sowas? Na, also sie war, ja, wie soll ich das sagen? Sie war eigentlich kurz danach schon relativ gut. Das Einzige, was ich seitdem immer noch immer wieder habe, ist Nasenbluten. Und so richtig verheilt ist die Wunde in der Nase immer noch nicht. Es ist natürlich auch schwierig, weil jedes Mal, wenn man dann ein Rennen läuft oder sich anstrengt, hat man so ein bisschen Naselaufen. Ich glaube, das kennt jeder vom Schwitzen, vom Anstrengen. Und diese Wunde geht einfach nicht zu. Aber ja, ich bin guter Dinge, dass es nächste Woche soweit ist. Die ist schon nur noch ganz, ganz klein und ich habe meine Wundergitterpflaster, die ich mir draufklebe, wenn immer ich das Gefühl habe, dass Nasenbluten ansteht und dann werde ich manchmal verschont, manchmal nicht. Aber ja, er hat mir auf jeden Fall ein kleines Mitbringsel mitgegeben beim CCC. Da erinnerst du dich noch lange dran. Ja, und ich muss sagen, jetzt beim Transalpin, ich habe bei jedem Stock gezuckt. Also ein kleines Trauma ist es schon. Ich bin immer einen Schritt zurückgewichen, auch wenn der Stock voll weit entfernt war von mir, wahrscheinlich von außen gesehen. Aber ja, es kommt, glaube ich, daher, klar, ich laufe ohne Stöcke. Deswegen, wenn ich dann mal gehe an ganz steilen Passagen und mich auf den Oberschenkeln abstütze, bin ich viel tiefer gebückt als jemand, der mit Stöcken läuft. Und da kann das passieren, dass man einen Stock abbekommt. Ich glaube, Sebastian hat am 3., 4. Tag einen Stock auf den Oberschenkel bekommen, volle Kanne. Ja, und da habe ich auch gedacht, boah, das ist schon gefährlich. Also viele Leute bedenken auch nicht,
Dass es nicht nur zählt, dass sie mit den Stöcken gut zurechtkommen, sondern dass man aufpassen muss, dass man nicht alle anderen Leute trifft. Ja, da ist was dran, ne? Ruckzuck ist mal abgerutscht und rammt irgendjemanden die Spitze in den Oberschenkel. Das Ja. ist Oder eben in die Nase. oder in die Nase, genau. Eben. Wie ist denn deine generelle Einstellung zu Stöcken? Ich meine, in den USA bei vielen Rennen sind die ja nicht erlaubt, nicht geduldet. Bei uns hier in Ja. Europa gehört es ja irgendwie dazu, ne? Die ganze Stöcke. Ja, ich weiß nicht. Also klar, ich bin schneller ohne, weil ich einfach den Rhythmus nicht so drin habe. Das kommt wahrscheinlich durch den Hintergrund, Straßenlauf, Bahnlauf. Ich bin eine Läuferin und habe es so gelernt, ohne Stöcke zu laufen. Und deswegen, ich habe für mich ein paar Mal Tests gemacht bei Intervallläufen, bei steilen Passagen. Ich bin einfach schneller ohne Stöcke und fühle mich auch wohler ohne Stöcke. Man muss auch sagen, ich habe jetzt nicht die immense Arm- und Rumpfkraft, dass mich einen auf den Stöcken abstoßen an ganz steilen Passagen voranbringen würde. Ich verstehe aber, dass es vielen Leuten was bringt. Und zum Beispiel Elian oder auch Suse vor 2 Jahren beim Tar sind auch beide die letzten Tage mit Stöcken gelaufen. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits denke ich, wenn es den Leuten was bringt, dann sollen sie damit laufen dürfen. Andererseits, ja, habe ich schon oft erlebt in Rennen, wie zum Beispiel beim Dolomiti oder so, wo es nicht erlaubt ist, Stöcke reinzureichen. Ich glaube, so rum ist es, ich will jetzt nichts Falsches sagen, dass Leute sich Stöcke reinreichen lassen und damit halt Regelverstöße begehen oder eben es oft erlebt, dass man mit Stöcken getroffen wird. Also auch beim CCC im allerersten Anstieg habe ich 3, 4 Mal Stöcke voll auf den Fuß bekommen und da habe ich noch immer gesagt, please don't stress, we have 90K to go. Also da habe ich es noch nett versucht. Da habe ich natürlich nicht geahnt, dass es noch schlimmer wird. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde es schwierig, weil auch beim Transalpine Run der Hafenmeier, der immer für die Strecke zuständig ist, hat beim Streckenbriefing immer extra am Tag vorher gesagt, bei ganz technischen Passagen, hier bitte die Stöcke einpacken, hier ist es zu gefährlich mit Stöcken für die Hintermänner oder für euch selbst, bitte wegpacken. Und man muss ehrlich sagen, es hat sich fast niemand dran gehalten. Also ich weiß nicht, ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute, die mit Stöcken laufen, bisschen aufmerksamer damit laufen. Wir hatten, glaube ich, jetzt einige Diskussionen, auch Sebastian und ich, während des Transalpine Runs, weil auch er hat immer wieder Leute darauf hingewiesen beim Überholen, bitte nicht reinschneiden, bitte nicht mit den Stöcken reinschneiden, weil das doppelt fies ist. Bitte die Stöcke nach vorne halten, wenn ihr sie nicht braucht und nicht immer nach hinten. Ich glaube, viele denken gar nicht darüber nach. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich darüber nachdenken würde, wenn ich mit Stöcken laufen würde. Also ich will mich da gar nicht rausnehmen, aber ich würde mir einfach wünschen, dass da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf kommt oder dass, ja, man das mehr im Auge hat. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht pauschal sagen, Stöcke sollten verboten werden, weil klar, nur weil ich gut ohne Stöcke laufen kann, kann man nicht voraussetzen, dass es jeder kann. Und wenn für mich Stöcke ein Benefit wären, würde ich mich auch ärgern, wenn sie verboten werden. Aber auf der anderen Seite habe ich es jetzt echt schmerzhaft erfahren, wie blöd es ist. Ja, ist ein schwieriges Thema, wie du schon sagst, ne? Ja. Und ich denke halt, ehrlich gesagt, wenn ich mit Stöcken gelaufen wäre, hätte er mich nicht getroffen, weil dann wäre ich aufrechter gelaufen. Aber ja, hätte, wenn und aber, man kann es jetzt nicht mehr ändern. Das stimmt. Ich bin mal gespannt, ob es da generell irgendwann mal eine Diskussion drüber gibt, weil ich meine, ich weiß nicht genau, warum in den USA man keine Stöcke nutzen kann, ob das hier dieses Cowboy-Tum ist, man braucht einfach keine Stöcke zum Laufen, oder ob die sich tatsächlich auch Gedanken gemacht haben um diesen Sicherheitsaspekt, ne? Man sieht ja auch immer wieder Menschen, die mit Stöcken laufen, die es nicht so gewohnt sind, die dann vergessen, die Hand aus der Schlaufe zu machen und beim Backup-Laufen, die sich übelst verletzen. Zum Beispiel, das ist ja auch so ein Ding, wie man sich selber schwer verletzen kann an so einem Carbonstock. Total. Wenn die Dinger splittern und man sich drauf irgendwie ablehnt, kann man sich auch böse verletzen, wenn plötzlich der Halt weg ist. Ich bin auf den langen Läufen selber immer, also meinen 100ern habe ich auch immer Stöcke dabei gehabt. Gerade für zum Ja. Schluss, ne? Einfach wenn die Ermüdung da ist. Ja, eben. Ich will auch gar nicht ausschließen. Vielleicht laufe ich den UTMB auch mit Stöcken oder nächstes Jahr auch mit Stöcken bei den Ultradistanzen. Vielleicht komme ich da überhaupt erst noch rein in diesen smoothen Vorteil von Stöcken. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein kontroverses Thema und man sollte mehr Aufmerksamkeit ja auf die umliegenden Läufer richten, wenn man mit Stöcken läuft. Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen
der gesunde Menschenverstand walten lassen. Zwischendurch mal nach hinten gucken, ob überhaupt da jemand ist, ne? Genau. Und sich ein bisschen umschauen. Wenn man es denn noch kann, da sind wir dann wieder, wenn man spät im Rennen eh schon müde ist, dann ist man mit sich selbst beschäftigt. Tja, schwieriges Thema. Nein, also ich mache auch dem Mann überhaupt keinen Vorwurf, weil ich weiß, dass er mich nicht bemerkt hat, weil ich in seinen Windschatten rangelaufen bin und mich hinter ihm geduckt habe. Und weil ich weiß, wir hatten ein hohes Tempo, da kann man sich eigentlich nicht umdrehen, weil dann fällt man selber. Ja. Aber es war einfach, ja, ein Unglück, würde ich sagen. Es war einfach Pech in dem Moment. Ja, das lassen wir mal so stehen. Das war einfach Pech. Ja. Und es hat sich doch noch zum Guten gewandt. Ja, auch das können wir so stehen lassen. Sehr schön. Wie lange erholst du dich jetzt noch, bevor du wieder in ernsthaftes Training einsteigst, oder machst du schon ernsthaftes Training? Nein, also ich erhole mich jetzt noch bis Freitag etwa und dann denke ich, dass ich zum Wochenende das Lauftraining wieder normal starte. Ich würde eigentlich ganz gerne noch eine FKT in diesem Herbst laufen und weiß noch nicht genau, vielleicht laufe ich noch ein Rennen zum Abschluss, vielleicht laufe ich aber auch kein Rennen mehr zum Abschluss, das entscheide ich, wie ich mich fühle. Weil ich halt ein paar kleine Wehwehchen nach dem Transalpin hatte, einfach weil die Belastung hoch war und ich vorher eben nicht getapert habe. Und ja, ich weiß nicht, die Saison dieses Jahr war, klar, abgesehen von dem DNF in Chamonix und dem Sturz in Kroatien, glaube ich, meine beste, mit dem Sieg beim IATF über die 110 im Mai, dem Sieg beim Pitztal, beim Engadin Trail mit der FKT in Südtirol, mit dem Sieg jetzt beim Transalpin. Ich bin unheimlich zufrieden und möchte absolut nicht mit einer Verletzung in die Saisonpause gehen. Deswegen, ja, werde ich jetzt mal schauen, ob ich noch ein Rennen mache oder ob ich es bei einer FKT belasse. Und dann freue ich mich auf den Winter, aufs Wintertraining, wieder mehr auf der Straße zu laufen, wieder mehr Umfänge insgesamt an Stunden zu machen, vielleicht wieder Skitouren zu gehen. Ja, ich weiß nicht, aber am Ende des Sommers bin ich schon immer eigentlich, ja, auch froh, dass die Rennen vorbei sind, weil es auch mental einfach ziemlich anstrengend ist. Okay, dann hoffen wir mal auf einen schönen Winter, dass du deine Skitouren gehen kannst, dass ihr ordentlich Schnee habt. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns demnächst wieder. Genau. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, danke dir auch. Und danke fürs nette Gespräch. Ja, ich habe zu danken und erhol dich gut und schön viel Spaß am Wochenende beim Laufen. Bis dann. Macht's gut. Danke. Ciao. Sag mal, Sascha, wie du weißt, ist der Trailrunning-Podcast kostenfrei und er wird es auch immer bleiben, versprochen. Damit mir das gelingt, kannst du mich, wie einige andere auch schon, bei der Produktion unterstützen. Dafür schon mal ein dickes Dankeschön an euch da draußen. Das geht ganz einfach, zum Beispiel durch einen Dauerauftrag, per Steady oder per PayPal. Wie genau du mich unterstützen kannst, findest du unter trailrunnersdoc.de/supporter. Wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast oder auch gerne zum Blog hast, dann schick mir einfach eine E-Mail an info@trailrunnerstalk.de. Und wenn du einfach nur ein bisschen mein Ego streicheln möchtest, dann bewerte doch den Podcast auf iTunes oder irgendeiner anderen Plattform, die dir diese Möglichkeit bietet. Vielen Dank. Tschüss.